Wir haben dann noch mehr. Hey, eine Schatulle. Mit den Schlüssel aufgeschlossen. 200, nehmen wir mit. So. Raus hier. Frost. Kehre zu Lys Letrouche zurück. Wo befindet er sich denn? Das ist nicht weit entfernt. Jetzt reiten wir mal. Wir sind noch nie geritten, ne? Wir können auch übrigens eine Waffe zücken. Ups. Pferd kann übrigens auch springen. Ach, dieses Geruckel, das nervt so ein bisschen. Heute ist der Wurm drin. In allem. Okay. Der Luis ist ganz schön dicht in der Pampa irgendwo drin, ne? Da ist er. Ha, ihr habt es geschafft. Ich war mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber ihr habt euch eure Bezahlung redlich verdient. Führen wir den Tausch durch. Jo. Da wir gerade bei meiner Bezahlung sind. Ja, ja, hier, bitte. Ich verschwinde jetzt lieber. Frostabschirmungsuhr entfernt und Gold gefügt. Ich habe von Lys Letrouche eine Belohnung für den Diebstahl von Frosts vom Schwarzdornhof erhalten. Quest beendet. Wir kehren indes zur Festung Nebelschleier zurück. Wenn es Nacht ist, machen wir eine Zeitreise. Und gucken wir mal, ob wir diesmal bei Maven irgendwie einen Bericht erstatten können oder so. Irgendwie muss das doch gehen. Aktive Quest. Boah, das wäre eine Arbeit. Skyrim hat anscheinend keine Lust. Wir haben 8 Uhr PM. Ja, da muss ich 12 Stunden einmal warten. Lam, lam, lam. Da werde ich den gleich mal einen Besuch abstatten. Okay. Dum, 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 dum. Bin gespannt, wie es... Nee. Was macht ihr denn hier? Ihr geht jetzt besser. Hattet ihr Glück beim Sammeln dieser Zutaten? Noch nicht. Was fasziniert euch an der Alchemie so? Es ist erhebend, die Wirkungen meiner Tränke auf den Körper zu beobachten. Zu sehen, wie das Herz aufhört zu schlagen.
Die Augen erblinden. Wir bestehen aus tausenden von Teilen mit tausenden verschiedenen Funktionen, die alle zusammenwirken, um uns am Leben zu erhalten. Doch wenn nur ein einzelnes Teil unserer unvollkommenen Maschine versagt, versagt das Leben. Da wird einem bewusst, wie zerbrechlich, wie fehlerhaft wir sind. Was mich so fasziniert, wollt ihr wissen? Die Ironie. Die Ironie, dass dieselbe Welt, die uns das Leben gab, uns auch die Mittel für den Tod gibt. Aha. Ich kann meine Experimente erst abschließen, wenn ihr mir diese Zutaten gebracht habt. Ja, die kriegst du ja. Beeilt euch doch bitte. Ich vermute, ihr belästigt mich aus gutem Grund. Natürlich, macht mir... Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, ja, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Tschüss. Aus dem Weg. Tut mir leid, ich... Es hat anscheinend nicht so richtig funktioniert hier. Heute bin ich mit meinen Gedanken ganz bei meinen... Oh, lass mich in Ruhe. Wir sind in Schleichen besser. Das bedeutet, ich gehe zurück nach Weißlauf. Wir reisen schnell dorthin und gucken mal, ob wir diesmal getarnt dort entlang gehen, schleichen können, ohne entdeckt zu werden. Das ist ja letztens immer schief gegangen. Ich muss den Beweis haben. Es regnet. Ja, oder auch nicht. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Tag. Guten Servus. So, Oh, 10 Uhr abends, das ist perfekt. Quest müssen wir noch aktivieren. Wie war das, Da. Nochmal zur Erinnerung. Obwohl Stein Graumine glaubt, sein Bruder Thorald sei in Gefangenschaft geraten. Und die Kampfgeborenen von Weißlauf verfügen über entsprechende Beweise. Ich muss sie finden und Obwohl Stein übergeben. Die finden wir in dem Haus dort drüben. Bin immer noch da. Warte hier. Ich bleibe hier und passe auf. Ich gehe durch den Hintereingang. Hoffentlich merkt das keiner, dass ich jetzt wieder versuche einzubrechen. Die kann doch nicht schon wach sein. Das gibt's auch nicht. Ich kann das auch so machen. Tagsüber reingehen, sagen Hallo und mich da einfach so heimlich reinschleichen. Wisst ihr was? Ich glaube, das probiere ich einfach mal. Alles andere hat ja eh keinen Zweck. Warum ist die nicht schlafen gegangen? Diese verdammten Kampfgeborenen, ey. So, probieren wir es mal auf die Ich-bin-freundlich-Taktik. Da ist nämlich die Tür schon aufgeschlossen. Und wir gehen sie einfach mal besuchen. Hallo?
shit. Ich glaube, so ist es sogar noch ein bisschen besser, wenn ich jetzt hier einfach... Dum-dum-dum. Kaiserliches Sendeschreiben. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Erkundigungen über den Verbleib eines gewissen Thorald Graumähne eingezogen wurden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmor-Agenten sich des Gefangenen bemächtigt und ihn zur Festung Nordwacht eskortiert haben. Ich glaube nicht, dass ich das näher ausführen muss. Es wäre ins unser aller Interesse... ein Tippfehler. Interessant. Es wäre in unser aller Interesse, die Angelegenheiten auf sich beruhen zu lassen. Ich hoffe also, dass in dieser Hinsicht keine weiteren Nachforschungen angestellt werden. General Tullius. General Tullius. Liefere Arvulstein Beweise. So, ich hab's geschafft. Lydia. Wir brechen auf. Ja, folgt mir. Wie ihr befehlt, Tane. Hier geht's zu Arvulstein.